Ja, dass wir heute kein gutes Spiel gemacht haben, obwohl wir 2-0 in Führung waren. Admira hat für mich zu viele Torchancen gehabt, hätte auch dieses Spiel gewinnen können. Ja, ich glaube, wir haben die erste Halbzeit ganz gut angefangen, haben 2-0 geführt, dann ging man unglücklich da noch vor der Halbzeit. Und dann auch natürlich nach der Halbzeit der Ausschluss für den Murg, was meines Erachtens her nie im Leben eine rote Karte ist. Trat natürlich die ganze Partie, dann ist Admira im Oberwind und dann im Endeffekt kann man sagen, dass die Sieg in Ordnung geht mit den Chancen, was sie dann zweite Halbzeit haben. Aber ich glaube, dass der Herr Schiedsrichter halt die Partie ein bisschen Draht hat. Wir haben geführt und das dürfen wir daheim nicht mehr aus der Hand geben und das ist uns leider passiert und ja, müssen wir jetzt erst hinnehmen, hilft dir nichts. Die war immer schon torgefährlich, es ist halt so, da gehört ein bisschen ein Klick auch dazu. Zurzeit habe ich zweimal getroffen in zwei Spielen, weil ich hoffe, dass es so weitergeht. Ja, zu wenig auf jeden Fall. Wir hätten das Spiel gewinnen können, auch verlieren können, muss man sagen. Das hat mir sehr gute Chancen gehabt. Wir haben auch beim 2-1 eine Lattenschuss gehabt. Also wenn wir in Führung dann 3-1 gehen, dann hätten wir vielleicht dieses Spiel gewonnen. Bin voll überzeugt, dass wir dieses Spiel gewonnen hätten, wenn wir bis zum Schluss 11 gegen 11 gespielt hätten. Das weiß ich selber nicht leider. Wir müssen den Schiedsrichter fragen, warum. Für mich war es keine rote Karte und mehr kann ich dazu auch nicht sagen jetzt. Natürlich hat auch zweite Halbzeit die rote Karte von Murg, unberechtigte rote Karte, hat auch viel beeinflusst, dass so ein Spielverlauf geworden ist. Natürlich in unserer Situation, wo wir sind, wo wir schon 30. Spiel gehabt haben in dieser Saison, tun uns schwer. Und dann, wenn dann noch so eine Entscheidung, Fehlentscheidung passiert, dann ist natürlich bitter. Ja, wir wollten Ball behaupten, bin dann ein bisschen ins Straucheln gekommen. Ich wollte dann noch zum Ball eben nachgehen und er hat ihn weggespitzelt. Die haben, glaube ich, getroffen leicht beim Zechen oder irgendwo. Aber ja, Foul kann auch geben, aber gelb schon gar nicht und auch nicht rot. Also für mich war es nie im Leben rote Karte. Ja, wenn überhaupt Foul, dann würde er nie gelbe Karte geben. Also für so einen Fall würde er nie gelbe Karte geben. Aber okay, für Schiedsrichter war das rot und der muss damit leben. Und wir auch. Wenn man die Begleitumstände dort im Stadion gesehen hat, glaubt man, dann hat man gesehen, dass es für uns halt das sehr schwer war, dass wir wirklich 3 Punkte machen. Ja, man merkt, dass wir schon im Dezember sind. 6 Monate sind wir zusammen, sind viele Trainings, sind viele Spiele, viele Reisen. Und natürlich, wenn du dann in Unterzahl bist, dann ist es ganz schwer. Und trotzdem will ich zu meiner Mannschaft Kompliment machen für Einsatz. Sie haben trotzdem gekämpft und haben sie probiert, eventuell aus einem Konter noch dritte Tor zu schießen, hat uns nicht gelungen. Auf der anderen Seite haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass Admira kein dritte Tor geschossen hat. Am Ende müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein.